Hallihallo, das müssen da dran, oder? Gehen wir mal hier hin. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Warframe. Ich habe mir mal vorgenommen, mal wieder ein Ziel zu haben, wo ich richtig hingehe und nicht einfach Sorties machen. Und das liegt nicht nur an dem Grund, dass ich keine Sorties mehr machen kann, weil ich zu viele Höfenmods habe. Nein, daran liegt das safe nicht. Hundertprozentig nicht. Ich habe hier mal geguckt. Warframes. Das habe ich bisher nur im Stream eigentlich gezeigt, glaube ich. Deshalb dachte ich, kann ich ja endlich mal hier zeigen. Mir fehlt noch relativ wenig an Warframes. Also mir fehlen halt noch die vier Prime Warframes, glaube ich, hier. Chroma Prime, C4 Prime, okay, Nyx Prime, Limo Prime, Warband Prime. Wobei Limo Prime halt jetzt gerade schon herstellt. Der ist fast fertig. Den muss ich nur noch abholen. Nahezu. Also weiß ich nicht, 2 Tage höchstens. Ich weiß es nicht genau. Der zählt eigentlich schon nicht mehr rein. Also noch 4 Warframes, Chroma Prime ist ganz neu. Und ich meine, was für ein YouTuber bin ich, wenn ich mich jetzt nicht sofort auf den neuesten Warframe stürze, um ein Video zu machen und ganz viel Geld damit zu verdienen. Richtig. Schreib's in die Kommentare. Ich werde es nicht machen. Kein Bock. Und das liegt nicht nur daran, dass ich nicht weiß, in welchen Relikten der eigentlich droppt. Wobei man das wahrscheinlich relativ einfach rausfinden könnte. Ich habe, glaube ich, einfach keinen Bock auf Relikte-Farmen. Ich habe echt viel Relikte für Limbo Prime gefarmt. Sehr viele L2-Relikte. Und es hat sehr lange gedauert, bis es geklappt hat. Es hat dann übrigens im Warframe Gear Spendenstream geklappt. In der letzten Mission, die ich noch hatte. Und in derselben Mission ist Hate gedroppt. Es war eine luckige Runde. Wobei ich jetzt Hate bisher auch nur auf Level 30 gelevelt habe und noch nicht weiß, was ich da mit ihm machen soll. Oder mit ihm. Ist es eine Sense? Ist es der Sense? Man weiß es nicht. Man weiß nicht. Schreib es. Nein, nein, nein. Ja. Whatever. Deshalb will ich erstmal einfach normale Warframes farmen. Und von denen, ich habe mir jetzt alle angeguckt, wie man die farmt. Also Atlas farmt man, indem man diesen nervigen Golem mit dem Arcwing killt. Ivara farmt man, indem man ganz viele Spionagemissionen spielt. Nova habe ich wieder vergessen, ich habe sie gerade durchgelesen. Zarun, das ist jetzt das Interessante, farmt man auf Setna. Und weiter gehe ich auch gar nicht, sonst vergesse ich es nämlich. Wukong zum Beispiel kann man einfach kaufen, ich weiß. Mir fehlen da auch nur noch Detonit-Injektoren, um ihn herzustellen. 2, dann kann ich Wukong herstellen. Ich habe echt schon wieder vergessen, wie man Warband farmt. Und Trinity farmt man, glaube ich, bei den Ambulas. Ich hatte mich auf jeden Fall entschieden, als ich noch wusste, wie man die alle farmt. Und deshalb fahren wir heute Zarun. Mir fehlt nämlich nur noch ein einziger Zarun-Part. Genauso wie mir auch nur ein Trinity-Part fehlt. Deshalb war das so 50-50. Und ich habe mich einfach entschieden, Zarun. Denn Zarun farmt man auf Mero Setna. Ich hatte recht, ich habe nochmal kurz nachgelesen. Ich will jetzt keine falsche Mission machen. Ich habe gefühlt. Also ich kann mich nicht erinnern, ich spiele es mal auf der Einstellung. Ich kann mich nicht erinnern, Killer the Tame gekillt zu haben ohne Sortie. Also es ist wirklich lange her, dass ich diese Person angegriffen habe, ohne eine Sortie zu haben. Wenn ich mich richtig. Ich glaube, es ist ja die Arena. Und ja, wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen, wie es wird. Ich spiele das mal eben alleine, weil es mich einfach mal interessiert, ob ich das hinbekommen würde. Ich spiele es mit Harrow, weil sie immer. Oh, ich muss nach oben. Hä? Okay, weil sie in meiner Erinnerung, wenn ich sie nicht verwechsel. Ich glaube, ich verwechsel sie wirklich nicht. Weil sie da immer irgendwelche Kack-Raketen abschießen und so und alles Mögliche, whatever. Und da fand ich die Harrow-Ult immer sehr angenehm, wenn man es nicht schafft, abzuhauen oder wegzuteleportieren mit dem Operator oder so. Da ist die Harrow-Ult immer sehr geil, vor allem wenn man dann direkt auch die massiv beste Crit-Chance darauf bekommt. Ich bei der Waffe, bei der Primärwaffe war ich mir nicht sicher, was ich spielen wollen würde. Ich brauche mal Mana, warte. Ich habe mir einfach mal die Tigris genommen und hoffe, dass sie providen wird, so wie ich es hoffe, halt. Oder so wie ich es mir vorstelle. Ich weiß es absolut nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie mit der Tigris einen Bosskampf gemacht, weil ich die Tigris halt nicht wirklich viel spiele. Ich bin ja kein Shotgun-Spieler. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie da ganz gute Dienste mir leisten wird. Mach auf, danke. Wir werden mal sehen. Wir werden sehen, ich bin aber relativ zuversichtlich. Und ja, geil, noch so eine Tür. Ich habe vor, die nächsten Runden, Let's Plays, tatsächlich in Richtung, ich mache irgendwelche Missionen, um Warframes zu farmen, gehen werden. Vielleicht nächstes Mal machen wir vielleicht Ambulas oder ein paar Spionagemissionen. Da habe ich wieder ein Ziel und ich glaube, das ist ganz cool.
Ich weiß es nicht. Schreib's in die Kommentare. Ach mein fucking Gott, ey. YouTube. Do your thing. Boah, ist der Weg geil, Mann. I love it. Ja, es ist das. Ich erinnere mich wieder. Warte, ich spiele aber mit der Waffe. Ja, man muss ja nur einmal schießen, wenn ich alleine bin, Alter. Ich liebe es. Ich liebe es. Deshalb spiele ich alleine. Ja, es ist genau die Mission, von der ich erwartet hatte, dass sie es ist. Also, wie ich mich anstelle, würde ich sagen. Tigris, mein Lieber. Nicht im Ansatz so viel Damage, wie ich erhofft hatte. Okay. Ich mache hier ganz eindeutig mit was nicht richtig. Vielleicht hätte ich doch wieder lieber Rhino spielen sollen. Eine andere Waffe? Kann ich sie eigentlich festhalten? Ja. Oh, das Nachladen dauert bei der Tigris ja ewig. Und ohne dass ich Damage spiele. Also sie ist halt jetzt schon half tot, wie es scheint. So, was kommt jetzt? Jetzt kommen die... Nee. Was kommt jetzt? Ja, jetzt kommt die. Was bist du? Nächster Orbitalschlag in 13 Sekunden. Ich muss wieder hier rauf. Ja, perfekter Schuss. Ich nehme die Waffe, die schießt da entspannter. Upsi. Upsi. Fuck. Okay, nächste Runde wird besser. Da weiß ich wieder, was ich machen muss. Ich brauche mal ein bisschen Energie wieder. Okay, ich muss sagen, alleine ist das Gefühl sogar einfacher. Als im Team. Weil viel weniger Orbitalschläge kommen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt nicht in der Sortie sitze. Was? Are you kidding me? Are you kidding me? Vielleicht wäre eine Soma gar nicht so schlecht gewesen. Kacke! Okay. Oh mein Gott. Ja, es wird wieder nichts. I'm inting! Help me! Upsi, jetzt bin ich unten. Unten ist nicht gut. Unten ist nicht gut. Weil ich komme nie wieder nach oben. Okay, Orbitalschlag. Oh, ich kann aber weitermachen. Ich wusste nicht, dass ich aber... Oh, ich muss alle lösen. Okay, dann ist es vielleicht doch nicht gar nicht mal so viel einfacher, wie ich gedacht hatte. Ich dachte, ich muss wieder nur eins machen. Und dann... Kommt die. Oh, nee. Dann ist vielleicht zu viel doch entspannter. Na gut. Aber es spawnen immerhin weniger Gegner, I guess. Und ich sollte unbedingt hier oben bleiben, weil jetzt habe ich schon wieder fast keine Zeit mehr. Alter, I love die Viecher. Ich liebe das Spiel. War eine coole Entscheidung, das hier zu machen. Ich glaube, meine Waffenauswahl war dann... Oder überhaupt... Harrow war im Ansatz nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Ich würde Rhino spielen, wenn ich es nochmal mache. Oder ich werde Rhino spielen, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie mir irgendwas droppt, was ich brauche. Weil CC-Losigkeit ist deutlich wichtiger, weil man gar nicht getroffen wird. Weil es nicht im Ansatz ein Orbitalschlag ist, wie er verglichen eben von der Sortie wäre. Okay. Gut, dich habe ich schon. Mein Gott. Wir landen nach. Nächste Runde machen wir es richtig. Und nur noch eins. Ach, schön. Eieieiei. Ist ein bisschen holprig. Gebe ich zu. Nächstes Mal wird schon besser, würde ich sagen. Ja, ich wäre halt einfach nicht umgefallen. So, das wäre viel geiler. Ich muss es noch einmal machen, oder? Oh, ich kann da keine 1 draufhauen. Hä, was ist mit meiner 1 passiert diesmal? Hä? Verschwinden die einfach? Kann man die nicht nach oben schießen? Okay, ist ja auch relativ egal. Mein Gott, fall mal um. Ich hätte dich gerne... Hä? Ich kann meine 1 jetzt nicht mehr dafür benutzen, oder wie? Was passiert hier? Die 1 verschwindet einfach immer. Ich bin wirklich ein klein bisschen verwirrt. Vitalschlag passiert gleich.
Ich bin wirklich ein bisschen, warum bin ich jetzt so hart geslowt? Warum slow, Mates? Warum, der ist doch normalerweise auch nicht da gefühlt. Ich weiß aber trotzdem nicht, ob die Soma nicht eigentlich gar nicht so schlecht ist. Weil, also sie dealt halt viel weniger Schaden. Aber damit kann man halt so entspannt diese, weiß nicht, Rätsel will ich es ja nicht nennen. Dieses Abschießen von den Dingern lösen. Hier kann ich halt, bei der anderen könnte ich halt einfach draufhalten. Hier muss ich halt wirklich... es dauert eine gesamte Umdrehung, bis ich ein Ding geschafft habe. Das sackt so ein bisschen rein. Und jetzt misse ich jetzt zurzeit nicht mal noch welche. Okay, du schießt da, aua, voll. Hey, ernsthaft? Ich habe da Damage für bekommen? Okay, wer ist da gewesen, ist noch geschafft und war relativ egal. Eieiei, also, ja. Ich würde sagen, wir spielen hier nachher einfach noch eine Runde. Wir killen den jetzt zweimal in der Folge. Und nächste Runde werde ich ein bisschen... Ich werde eine Sekundärwaffe aus, wenn er einfach schnell schießt, würde ich sagen. Wie, das hat nicht getroffen. Are you kidding me? Und einen Rhino. Weil ich damit, glaube ich, viel mehr anfangen kann. Wobei die, ich glaube, ich echt... Die Dings ist, glaube ich, gut. Die Tigris ist die richtige Wahl, würde ich sagen. Okay, dann können wir dich jetzt bitte töten. Wahrscheinlich. Ich glaube, es war wirklich die letzte Runde. Ja, noch laut. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Zwillings-Komag-Blaupause. Ja, mal geil. Oh, da liegt noch was. Der hat hier unten noch mal was gedroppt. Unidentifizierter Gegenstand. Aber wird ein Mod halt sein, weil es war ein Mod. Kacke. Okay, wir versuchen es nochmal. Mit einer anderen Waffe. Andere Waffe und andere Waffe. Rhino kommt mir in der, hier, Hero kommt mir in der Sword relativ gut vor. Mein Gott, Alter. Weil du halt komplett totgeschossen wirst von diesen Massen an Raketen, die von oben runterkommen. Und gefühlt hilft halt Rhino ziemlich gut dagegen. Wie kommt ihr da rein? Die Tür kommt, ihr kommt nicht durch die Tür durch. Weil du auch die anderen Leute damit schützt. Das ist eigentlich relativ geil, aber hier kommen halt nur so 3 Raketen überhaupt und die one-shotten dich nicht mal. Deswegen, ja, bisschen falsch eingeschätzt. Wie gesagt, ich konnte mich quasi nicht mehr daran erinnern, dass ich sie ohne gekillt habe. Oh, tatsächlich eine Sarin-Chest-Blaupause. Dann war es tatsächlich der Mod, von dem ich dachte, oder war es das der Mod? Auf jeden Fall wurde es mir nicht angezeigt, glaube ich. Und vielleicht ist es sogar, was ich brauche. Ich weiß es legit nicht mehr, was ich brauche. Aber ich brauchte entweder bei Trinity oder bei Sarin, glaube ich, eine Chessis. Deine Aktionen haben Konsequenzen. Sehr geil. Ich freue mich schon. Ich habe gerne mehr Loot. Sarin Chessis. Nee, leider fehlen mir die Systeme, okay. Aber bei Trinity, genau, bei Trinity Systeme und Neuroptics habe ich, da hätten mir die Chassis gefehlt. Okay, eine Runde machen wir noch. Andere Waffen. Wir nehmen mein Lieblings-Warframe. Hilfe. Hilfe. Danke. Wir nehmen die wunderschönste Farbkombi. Wir haben es letztens schon gelernt. Wie, mein Skin sieht geil aus, ja. Ich habe den Skin verändert. Jetzt kann man auch das Schild anmachen. Und es ist heftig, ja. Macht euch auf was gefasst, wenn ihr nicht in den Streams wart. Egal welchen Streams tatsächlich. Was bist du für eine Waffe? Die in schnellen Stößen. Nee, das will ich auch nicht. Ich möchte gerne einmal ein Maschinengewehr als Pistole. Was bist du? Mit Bolzen aus Energie. Ansteigende Feuerrate. Axtiletto Prime können ganz cool sein. Ich habe die alle nicht gemoddet, aber die reichen ja hierfür wahrscheinlich. Wie viel? Warte mal. Wo steht denn... Magazin, wo ich hab's doch gerade gelesen, oder? Da, Magazin 5. 5 ist halt auch dann immer, bedeutet halt, es ist wenig drin, so. Offensichtlich, ja, wow, Magazin, es sind 5 Schuss drin. Es bedeutet, dass wenig drin sind. Danke, Max. Danke, dass wir dich haben und du uns alles erklärst.
Ne, Postenschrot 5 auf 0. Da, 5 auf 8. Ah, jetzt steht's da. 5 auf 40. Wie viel habt ihr? 40. Ja, dann probieren wir mal die Axtilettos. Ich habe die noch nie benutzt, wie man an den Farben sieht. Ändern wir also die Farben auf meine Waffe. Kill is try again. Vielleicht kriegen wir ja, was ich brauche. Ich glaube, wie viel Prozent? Ja, 22% Chance zu droppen. Das ist relativ entspannt. Also, das ist wirklich, wirklich entspannt. Hallo? Das hat er ernsthaft? Der hat ernsthaft was überlebt. Mal ein Schild an, damit ihr euch das schon mal angucken dürft. Das hier. Danke an den Wolf von Gerstream für die unglaubliche Idee, eine Befallenes Rosa zu benutzen. Vielen Dank einfach nur. Hat alles verbessert. Ist geil, oder? Immerhin ist es auch. Ich weiß es doch. Immerhin sind es diesmal nur noch keine 2,5 Kilometer gefühlt, sondern nur noch 1 Kilometer. Mein Gott. So, das scannen wir nicht. Oh, nee. Laufen hier lang. Ich brauche fast nichts mehr zu scannen. Das finde ich ein bisschen anstrengend, dass mir noch angezeigt werden. Vielleicht muss ich sogar exakt hier auf Setna noch scannen, aber ich weiß es nicht. Deshalb habe ich mal keinen Bock, meinen Scanner rauszuholen. Er ist ein bisschen nervig, finde ich. Also ich fände es wirklich cool, wenn es einfach nicht angezeigt werden würde. Sobald man alles von einem Planeten gescannt hat. Sehr schön, wir sind wieder fast da. Wir können uns ja diesmal vielleicht sogar die Cutscene angucken. Gut, ich muss es machen. So, wie schießt du, mein Lieber? Sehr schön schießt du. Ich glaube, ja, Cutscene angucken. Genau in dem Sinne. Ja, haben wir uns wieder schön die Cutscene angeguckt. Hi, mein Junge. Wie geht's meiner Lieben? Ich kann die halt tatsächlich auch einfach... Das Geile ist halt, diese Waffe ist komplett broken. Man muss nicht zu ihr gehen. Ich bin so bereit. Ich bin so bereit, mein Junge. Oh, erstmal Orbitalschlag. Okay, ich bin nicht bereit. Ich könnte ausprobieren, ob ich es face-decken kann, aber ich glaube, ich lasse es lieber. Ich glaube, face-decken von den Dingern ist immer noch sinnlos. Und einfach dumm. Wie gesagt, es geht viel besser damit. Scheiße. Okay, vielleicht läuft nächste Runde wieder besser. Aber es geht schon mal schneller als davor. Finde ich persönlich jetzt. Ich hätte, glaube ich, sogar noch was geschafft. Bisschen dumm von mir. Aber dann musst du auch erstmal lernen. Alter, es reicht. Man kann gerade so im Kreis laufen. Sehr geil. Okay, jetzt bist du angegangen. Ganz am Ende. Sehr schön. Du bist dran. 6 Schuss. Oh Mann. 6 Schuss für 4 Sachen. Okay, den schaffe ich nicht mehr. Wir landen nach. Ja, es läuft deutlich besser mit der Waffe als mit der Euphona. Die Euphona, die ist zwar viel mehr Damage, aber es ist halt eine Shotgun. So, was soll man machen? Wir werden immer so angehen, dass es gerade verdeckt wird, ja? Meint ihr das ernst? Hier ist Wanda, oder? Sehr schön. Let's go. Kommst du ran, mein Liebe? Hau ab! Okay, es geht jetzt deutlich entspannter, muss ich sagen. Also deutlich entspannter. Das geht wieder erstmal im Orbitalschlag los, oder? Ja. Ja, machen wir ruhig. Gehen wir ruhig an. Läuft schnell jetzt. Ich habe mich eingespielt. Ich weiß wieder, wie das alles funktioniert. Erste Runde, wie gesagt, etwas holprig, aber... Ei, ich habe da Damage bekommen. Das ist echt nicht viel. Come on. Meint ihr das ernst gerade jetzt? Eieiei, das war keine gute Runde. Ja, immer noch ein. Wenn ich nochmal Damage bekomme, geht mein Schild kaputt. Schön ist das nicht. Okay, da. Ich habe was anderes erwartet. Du bist dran. Natürlich gehst du genau dann wieder an. Ich krieg noch hin. Schön. Ein Orbitalschlag noch. Und selbst der und der ist fast... Oh, es war knapp. Hätte ich letzte Runde ein kleines bisschen besser gespielt, also vor dem letzten Orbitalschlag, hätte ich, glaube ich, jetzt alle geschafft.
Weil hier fehlt. Obwohl, hier fehlt noch alles. Okay. Ich dachte irgendwie, hier hätte ich auch schon was geschafft. Hallo? Okay, Waffe wechseln. Kommst du? Schade ist einfach nur nachladen dauert ewig hier. So, sie ist tot. Droppst du noch was? Wann hat sie noch was gedroppt? Diesmal nicht, oder? Das war's. Unten liegt auch, hier unten liegt auch nichts. Ich will aber nochmal sicher gehen, ja? Okay, sie hat wirklich nichts gedroppt. Okay, let's go. Schade. Dann, das bedeutet jetzt wahrscheinlich, dass keine Sabine. Obwohl, ich glaube, Sabine. Er droppt immer, kann es sein? Das sind 38 plus 38 plus 22%. Wenn du, Prozent. Alter, das meint ihr nicht ernst? Schon wieder. Gehört das hier dem Spiel dazu? Dass man immer eingesperrt wird? So, was, wo muss ich hacken? Da drin. Das heißt, Sabine ist wirklich entspannt zu farmen. Schauen wir vielleicht schon nächste Runde oder sowas. Vielleicht machen wir das auch im Stream zu Ende oder so. Ich weiß alles noch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt erstmal eine Woche bei meinen Eltern bin und mich entspanne. Also keine Ahnung, ob nächste Woche Donnerstag eine Folge kommt. Ich weiß noch nicht genau, wann ich wiederkomme. Weil mir das alles egal ist. Normal Sarun Chesses. Oh Mann. Ich habe eigentlich Bock, es nochmal zu versuchen. Aber 20 Minuten folgen. Okay, das haben wir schon mal gemacht, sowas, oder? Wir sagen einfach, wir machen jetzt Abspann. Und danach machen wir noch eine Runde und die packen wir als Bonus ran, ja? Also ihr schreibt Zugabe und dann kommt noch eine Runde. Das ist so einfach und ich habe sogar einen neuen Mod bekommen. Eieiei, ich habe gestern schon Ack und Brunn Dwiven Mod freigeschaltet. Jetzt haben wir noch eine Ack und Brunn 9 noch Mod bekommen hier. Interessant. Ja, wie man sieht, ja, ich habe einen Dwiven Mod über meiner Kapazität, ich weiß. Vielen Dank fürs Zusehen an alle. Gebt ein Like, schreibt einen Kommentar, was ihr davon haltet, was ihr denkt, was ich machen sollte. Ob ich cool bin. Mann. Guck auf Twitch vorbei, da mache ich zurzeit sehr viel mehr. Das hatte ich ja, glaube ich, auch erwähnt. Ich glaube, das war es eigentlich, was ich erwähnen muss. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, wunderschöne Woche. Habt Ferien. Ich habe gestern im Stream mitbekommen, dass eine Menge Leute ab nächster Woche Ferien haben. Ich wünsche euch schöne Ferien, falls ihr auch davon betroffen seid. Haut rein. Ciao. Und herzlich willkommen zur Zugabe. Let's go. Oh, da bist du. Was? Ich habe sogar Damage gedealt. Ist das Viech gerade ernsthaft vor mich gesprungen? Mein Gott. So, wir gucken uns jetzt das erste Mal diese Cutscene an. Ich habe die noch nie gesehen. Okay, die war auf einmal unspannend. Komm ran! Oh, komm. Die überlebt jetzt eben. Letztes Mal hat sie zwei Schüsse überlebt. Was passiert hier? Ah, jetzt ist sie raus. Okay, Waffe wechseln. Naja, oh, Orbitalschlag. Laden wir schon mal nach. Nicht, dass ich es brauche, aber okay. Wir laufen hier im Kreis einfach. Und sobald die gelb werden, springen wir drauf. Das ist quasi wie Stopptanz. Nur ganz anders eigentlich. So, das dürfte es jetzt sein, ja. Zack, zack. Oh, nee. Na. Okay, at least. Immerhin 1,5, so. Wenn ich jetzt 2,5 schaffe. Oh, das war ein richtig kurzer Orbitalschlag. Holy shit. Dann wird das nix. Ich habe mich nicht ganz darauf vorbereitet, dass es zu kurz wird. That's what she said. Sorry, es tut mir leid. Ich mache das nicht mit Absicht, solche schlechten Witze. Nice, nochmal 1,5. Nächste Runde einfach 1, es wird eigentlich safe klappen. Ob Taschlag ist wieder super kurz. Ich habe sogar einen Schuss abbekommen. Waffe wechseln. Komm ran. Machen wir die 3 wieder rein. Bin mir nicht ganz sicher, ob es klappt. Ich weiß immer nicht, ob die 3 nur für Nahkampf ist oder nicht, weil ich mir das ewig nicht durchgeguckt habe, weil es mich auch ewig nicht interessiert hat. Wer macht denn schon was anderes als Nahkampf? Und hau ab. Ich kann theoretisch ganz kurz gucken.
Oh lol, ist es wirklich Pause? Ist hier wirklich Pause? Temporär erhöht. Ne, selber erhöht noch Schaden. Geil. Dann habe ich mir das eingebildet oder so. Ich erinnere mich, früher habe ich ja immer Solo gespielt und da war es immer Pause dann im Escape. Und ich war, glaube ich, beim ersten Mal öffentlich oder so ziemlich überrascht, dass es dann nicht so war. Richtig geil eigentlich. Eieiei. Habe ich 4 Damage bekommen. Ah. Hallo. Aber draufhalten, das ist ja egal, ich habe die Munition, das war ja die Idee. 5 Sekunden, da kriegen wir doch noch einen hin. Ah, geil! Das ist ein Maschinengewehr. Warum versuche ich überhaupt vernünftig zu treffen, wenn ich auch einfach draufhalten kann, so. One more time. Nein! Nice. Close one. One day more. Zugabe ist immer musikalisch. Das ist tatsächlich auch meine letzte Runde, die ich jetzt am Stück spielen kann. Danach muss ich erst wieder Arena-Punkte sammeln. Hoffen wir auf eine Systemblockpause, würde ich sagen. Du bist tot, du droppst auch nichts mehr, oder, meine Liebe? Du droppst nichts mehr? Burkin-Zelle, auch schön. Kann man droppen Bosse ja gerne mal. Okay, ich glaube, das war's. Let's go. Glaube ich in die richtige Richtung? Ja, okay. Das werde ich wieder eingebaut hier, oder? Das klappt diesmal nicht. Sie können mich diesmal nicht einbauen. Ha! Ihr habt's offen gelassen, die Tür. Zu lang. Sarunar Optik-Blockpause. Und noch ein Nordmord. Holy shit. Hey, was ist das nicht, Nord? Den habe ich gerade eben bekommen. Der kann nicht jedes Mal wieder neu sein. Wahrscheinlich, weil ich noch nicht im Mod-Dings angeguckt habe. Okay, vielen Dank an alle, die bis zur Zugabe drin geblieben sind. Bis zum Ende der Zugabe. Ich werde Sarunan weiterfarmen, wenn wir ein bisschen... Nein. Wenn wir ein bisschen Arena gespielt haben, denn... Hier sieht man jetzt 25... Bekommt man Tribunalpunkte? Wenn man das spielt? Weil der Punkt ist, ganz einfach, ich hatte sowas wie 37 oder 32. 25 braucht man. 37 minus 25 ist nicht 25. Machen wir noch eine Zugabe, machen wir noch mal ran. Ganz entspannt. Wenn wir noch mal können, machen wir noch mal. So, in dem Sinne, damit beginnt die Zugabe direkt. Nummer 1 ist schon mal tot. Läuft. Also, Phase 1 haben wir schon mal geschafft. Direkt wieder 2 Schüsse. Ich weiß nicht, was gerade eben los war. Ich glaube, es lag einfach daran, dass ich die 3 nicht anhatte. Dass diese 65% Schaden so viel machen, hätte ich nicht erwartet. Das waren halt gefühlt doppelt so viele Schüsse, die ich letzte Runde brauchte. Oder vielleicht habe ich nicht vernünftig getroffen oder so. Das ist ja auch möglich. Was? Das ist exakt dieselbe Reihenfolge wie bei dem Ding davor. Nice. Nachladen und vor Bomben weglaufen. Jetzt. Upsi, ist lange gebraucht. Zack, die gerade gewone-shottet wurde. Gevorschottet, okay. Macht ihr das eigentlich enorm? Nein! Nein! Oh, hätte ich ein klein bisschen weniger lange gebraucht, um da hinzulaufen. Macht ihr das in normalen Orbitalschlägen eigentlich auch? Also in normalen Arena-Kämpfen meine ich? Haust ihr da immer Orbitalschläge rein? Komm ran. Komm ran. Laber nicht, stirb. Ja. Der perfekte Spruch. Rein, raus. Easy peasy. Direkt wieder versteckt, Dumme. Trau dich doch mal ran. Trau dich mal ranzukommen hier. Kann auch nicht angehen. So. Ach, fuck. Das ist gerade wieder der Letzte, war der kommen musste.
nachladen. Wenn ich die nächste Runde wieder zwei schaffe, wird entspannt. Das ist halt das Einzige. Zwei pro Runde kann ich halt easy hinbekommen. Ich muss halt einfach nur machen. Warte mal. Ziemlich verwirrend meinerseits. Nein, 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 nein! Oh mein Gott. Los. Komm ran. Nochmal. Nee! Jetzt ist sie erst tot. So, hab wieder ein bisschen Loot bekommen. Also in diesem einen unidentifizierten Gegenstand sind immer mehrere Sachen drin. Das ist, was mich so ein bisschen verwirrt. Und hier muss ich wahrscheinlich nicht hoch. Jetzt weiß ich langsam wirklich nicht genau, wo die Extraction ist. Jetzt bräuchte ich langsam mal die Anzeige, mein Lieber. Die Richtung. In die Richtung. Vielleicht schaffe ich es durch die Tür. Ja, perfekt, die Tür habe ich geschafft. Jetzt brauche ich nichts hacken. Was haben wir diesmal bekommen? Jetzt dieses Thema wäre halt witzig. Nochmal Chesses, kacke. Nochmal denselben Mod. Ah, wir haben dreimal Chesses, einmal Neuroptics bekommen. Hm, nicht so cool. Steht hier eigentlich dann, wie viele Punkte ich bekomme? Nee, okay. Unlucky. Aber das ist okay, die Mission ist ganz witzig. Die können wir demnächst mal zu Ende machen. Vielleicht mache ich die auch einzeln zu Ende. Wir haben es jetzt gesehen, ich krieg's ganz okay hin. Schade. Aber wenn wir jetzt hier mal hingehen, können wir mal Sarun eingeben. Sarun Chesses, drei Blaupausen, Neuroptics eine und das sind die einzigen Sachen, die ich schon hatte. Zugegeben ist diese Sarun-System-Blaupause auch die unwahrscheinlichste, aber die hat immer noch 23% Wahrscheinlichkeit. Okay, dann, vielen Dank, dass ihr jetzt endgültig bei der letzten Zugabe... Jetzt sind endlich nur noch 13 da. Also kostet es nur 12 oder so? Oder man bekommt 13 pro Runde? Schön, dass ihr jetzt bei der letzten Zugabe auch noch da wart. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao.